Man muss kein Feuerwehrmann sein, um sich vorstellen zu können, dass ein Funke reicht, um die Natur bei dieser Hitze und Trockenheit in Brand zu setzen. Am 17. Juli passiert genau das in einem der schönsten Naturgebiete Deutschlands. 2500 Quadratmeter Wald in der Bastei in der sächsischen Schweiz brennen, weil offenbar vier Männer Shisha rauchen. Das glaubt die Polizei. Ein Bildreporter wird Zeuge der Szene. Bild veröffentlicht die Fotos und durch zahlreiche Zeugenhinweise konnten die Verdächtigen jetzt geschnappt werden. Bildreporter Thomas Fischer gab den entscheidenden Hinweis, sagt der Polizeipräsident heute. Ein schrecklicher Anblick. Die berühmte Bastei in der sächsischen Schweiz im Flammenentfernen. Der unfassbare Auslöser: vier junge Männer sollen auf einem Felsvorsprung Shisha geraucht und so das verheerende Feuer ausgelöst haben. Bildreporter Thomas Fischer war zu diesem Zeitpunkt selbst als Besucher vor Ort. Als er die Männer sieht, bemerkt er schnell, dass etwas nicht stimmt. Und an dem Tag bin ich dann doch mal lang gegangen und hatte mich gewundert, dass auf einem Abschnitt, wo man schon ein Stück laufen muss und klettern muss, vier, fünf Leute saßen und da einen Campingtisch aufgebaut hatten, zwei Shishas standen. Und das fand ich schon sehr ungewöhnlich, weil wer schleppt sowas auf eine Wanderung mit? Die Bastei ist eine der meistbesuchtesten Touristenattraktionen in ganz Deutschland. Eine traumhafte Landschaft. Vom Felsriff aus bekommen Besucher einen nahezu magischen Ausblick auf das Elbsandsteingebirge. Normalerweise gelten in dem Naturschutzgebiet strenge Schutzvorschriften. Thomas Fischer gibt der Polizei später den entscheidenden Tipp. Gesehen hatte ich, es waren Personen, die südländischen Typs, die da geraucht hatten. Erstmal habe ich mir nichts dabei gedacht und auch später nichts. Aber erst am folgenden Tag, wo es genau an dieser Stelle gebrannt hatte, im Nachgang, hat mich dann ein Kollege darüber aufgeklärt, dass die doch mit Kohle betrieben wären und dass es da auch Funkenflug geben könnte. Und nachdem wir eine Berichterstattung dazu hatten, hat sich die Polizei auch dazu gemeldet bei uns und wollte gern dieses Foto haben, was wir veröffentlicht hatten bei Bild. Und mit diesem Foto sind sie dann den mutmaßlichen Tätern auf die Spur gekommen. Kurz nach Mitternacht. Das Feuer wird unterhalb der Basteibrücke bemerkt. Die Brücke, die täglich hunderte Touristen überquert. Die Flammen breiten sich dramatisch aus. Es brennt lichterloh. 2500 Quadratmeter naturgeschützte Waldfläche brennen ab. 200 Jahre alte Bäume fangen Flammen. Erst nach zwei Tagen konnten die 119 Feuerwehrkräfte das Feuer unter Kontrolle bekommen. Der Tatverdacht gegenüber den aus dem Irak stammenden Männern erhärtet sich zunehmend. Der aktuelle Stand vor Ort sind jetzt die Brandursachenermittlerin, war jetzt noch mal in diesem Gebiet gewesen und hat Spuren genommen, genau an dieser Stelle, wo die Shisha-Raucher unterwegs gewesen sind. Und wie wir von Bild erfahren haben, wurde auch in diesem Bereich Shisha-Kohle gefunden, dass in der Tat diese vier Männer mutmaßlich dieses Feuer ausgelöst haben. Deswegen geht auch die Staatsanwaltschaft davon aus und hat auch einen Tatverdacht gegen die vier Männer aus dem Irak. Auch wenn die Polizei nun die wahrscheinlichen Verursacher gefunden hat, der Sachschaden bleibt. Und der beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Fatal in einem der schönsten Naturschutzgebiete Deutschlands.